Was geht und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Servervorstellung hier oder auf dem Kanal mit mir, dem Herrn Sofort. Und zwar, Leute, spielen wir heute einfach mal auf dem Hydopia.net Server eine Runde Bed Wars und ich zeige euch dann auch den Server. Und zwar, wir spielen eine Runde 1 gegen 1, würde ich sagen. Machen wir einfach mal. So, gucken wir mal, dass wir hier jemanden eine Herausforderung bieten. Liegt an jemand? Okay. Einen Moment. So. Oh mein Gott. Hey, komm mal her. Bitte. Hi. Hey. Ich meine, ich hab. Und zeige euch erstmal den Server. Fangen wir erstmal an mit Gun Game. Fangen wir mal an mit Gun Game. Und zwar seht ihr hier, es gibt ein Schild. Also, das ist die ganze Gun Game Map. Ups. Und ich falle das mal runter. Hier gibt es dann, ich glaube, ihr kennt die Regeln von Gun Game. Also, wenn ihr ins Wasser fällt, bip, tot. So, springen wir nochmal ins Wasser. Bip. So. Da jetzt kein Spieler da ist, kann ich euch leider nicht detaillierter zeigen. Und wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Spielmodi oder machen wir weiter mit der Community. Wir machen weiter mit der Community. So, oder wir zeigen euch erstmal so ein bisschen den Spawn. Ich zeige erstmal den Spawn. So, der Spawn, hier ihr seht die einzelnen Spielmodi. Einmal Skywars, Skyblock, Belohnung. Oh, ich hole mir meine Belohnung ab. Einen Moment. Spielerbelohnung. Okay. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal, schauen wir uns mal das Weiteren an. Gun Game, FFA, dann noch Knockout, Skyblock, Belohnungen, Skywars, QSG, Bed Wars und die Community. Machen wir mal weiter mit. Ja, 1-1 war ich gerade eben schon. Okay. Knockout, war ich da schon? Nein, aber wir gehen jetzt auf mal hier rein in eine Runde. Wir sind jetzt hier, es gibt einen Item-Shop, also es gibt einen Shop und es gibt hier unten ja, eine Plattform, da können wir halt die ganzen Spieler runterlocken. Bisschen so. Ja gut, habe ich gesagt, dass gerade kein Spieler da drauf ist? Ist. Warum tue ich sowas? Egal. Gut. Machen wir mal weiter mit FFA. FFA ist sowas ähnliches wie Gun Game. Nur, dass man hier, glaube ich, auch, ja genau, Schwert und so hat. Das ist quasi Survival Games Kit ohne Feuerzeug. Tja. Okay. Ja, ich zeige auch mal ganz kurz die Map ein bisschen. So. Laufen wir mal ganz kurz hier ein bisschen entlang. Hier sind ein paar Bäume. 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Gebäude hier sind. Auf jeden Fall ein schönes Gebäude. Ein schönes Gebäude, okay. Ein großes Gebäude. Und da gehen wir einfach mal rein. Schauen einfach mal, gehen hier hoch. Oder auch nicht. Ich kann nicht hier hoch. Nein, oh nein. Ich kann hier nicht hoch. Okay. Schauen wir mal weiter mit Häusern. Und ja. Ja, Häuser, Häuser, Häuser. Und eine Straße. Da muss ich direkt mal mein Auto holen. Okay, gut, machen wir mal weiter. Dann mal mit, machen wir weiter mit Bed Wars. Ich schaue jetzt einfach mal, ob wir in eine Runde kommen. Ne, da ist gerade niemand online, schade. QSG, wir gehen mal an QSG. Zu QSG, da hinten. Mal ganz kurz rein. Gehen wir mal hier rein. Das ist hier die Lobby, die Wartelobby von QSG. Es fehlt noch ein Spieler. Manu, was ist das? Schade. Okay. Gut. Der Online-Shop. Genau, ihr könnt auch auf den Online-Shop. Da könnt ihr euch Ränge holen, wie zum Beispiel den Apfelrang, den Biestrang, den Zitronenrang, den Himbeerenrang. Es gibt alle möglichen Ränge dort zu kaufen. Ja.
Machen wir mal weiter, gell? Bau-Event. Das Bau-Event ist gerade am Laufen. Wie ich sehe. Okay. Wir können erstmal zum mit Blood Ardo. Ups. Gehen wir mal zum Ey. Sitz zum Blood. Und können hier mal schauen. Zu meinem Grundstück zum Spawn. Genau. Können uns hier per Creative. Okay. Schmiert einfach ab. Okay, so, einen Moment. So, Leute, und zwar ging es jetzt leider anders dann nicht mehr, weil bei Minecraft erstens ist es, also zum ersten Mal ist es abgeschmiert, ja. Und zum zweiten Mal, als ich dann die Aufnahme wieder starten wollte, ist es nochmal abgeschmiert. Und ich weiß auch nicht, was so los ist. Jetzt geht es leider nicht mehr anders, außer mit der Monitoraufnahme. Das ist ein bisschen blöd, aber es geht halt nicht anders. Tut mir leid. Auf jeden Fall gehen wir nochmal ins Skyblock. Und zwar gehen wir direkt auf unsere Insel. Da sind wir auch schon. Wir sind auf unserer Insel. Ah, da ist ein Creeper. Das ist unsere Insel bis jetzt. Das ist halt die Standardinsel. Ihr müsst dann dazu, dass ihr sowas bekommt, also dass ihr eine Insel bekommt, /is eingeben. Und dann kommt ihr zu der Insel, zu eurer eigenen Insel. Und könnt ihr Sachen bauen. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter in die Hub. In die Hub, genau. So. Genau, dann gehen wir zu. Zu was können wir denn noch gehen? Wir können mal zu. Ja, ich kann halt sonst nicht viel zeigen, weil. Einfach aus dem Grund, weil. Oh Gott, deine Bitte, ich kann nicht rein. Das ist doch nicht wahr. Oh Mann. Das ist jetzt wirklich belastend für mich. Das ist jetzt ein. Bin ich drinne? Nein. Okay. Habe ich gesagt. Ja gut. Okay. Gehen wir mal weiter zu den Kisten. Habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Ich kann aber leider keine kaufen, weil. Ich habe keine 250 Coins. Ich habe nur 102 Coins. Bitte sponsert. Bitte, Leute. Die Leute, die jetzt auf den Server kommen, spendet mir Coins. Na Quatsch, das geht gar nicht, oder? Nee. Aber auch klar. Will ich auch eigentlich gar nicht. Wenn, dann erfahre ich mir die schon selber. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Coin-Shop. Da kann man sich zum Beispiel YouTuber-Köpfe holen. Jetzt ein bisschen kurz. Jetzt legt es ein bisschen rum. Von Bayer Repas, von Red Ore Gaming, von Mechanik, von Paluten, von Sturmwaffel, von dem Kev, von German Let's Play, von Concrafter, von Venicraft, von Tom's Topic, von Gomer und so weiter, von Fix, von Sammy Dev, von allen Leuten, von das Kalte, wie ich hier sehe. Wen sehe ich denn hier noch? Unge, genau. Gomer. Und lol, ich krieg einfach mal eine TS-Nachricht rein. Okay, ja gut, habe ich gesagt. Dann von Winsco, von Brevo. Das sind, also Brevo ist zum Beispiel ein Admin. Winsco, ja, Winsco ist auch ein Admin. Hier unten ist ein ganzes YouTuber-Logo zum Beispiel auch. Den bekommt man meist aus einer Kiste, also aus einer Rare-Kiste, genauso wie, oder wie Irebi und so weiter. Und dann schauen wir mal weiter, Herr Bergmann und so weiter, ist ja alles Rare, weil sie ja groß sind. Rüstung kann man sich hier auch holen, genauso wie Hüte. Hüte eigentlich genauso wie Köpfe halt. Da sind die YouTuber-Köpfe und da sind normale Hüte. Flügel, wir können uns hier Partikel holen, genau. Und so weiter. Lol, hä? Flügel? Okay, ach so. Ah, ja, okay. Flügel, ah, okay. Gut, das sind dann Flügel, ups. Das sind Flügel, Partikel, glaube ich. Flügel als Partikel und Partikeleffekt. Ja gut. Das sind Partikeleffekte, die schweben dann so um einen herum. So, Ballons. Ballons kenne ich von Hype Miners. Das ist mega geil, weil ihr läuft da rum mit einem Ballon. Also ich finde das witzig, weil man kann ja zum Beispiel zerplatzen lassen und so weiter und hat man hier einfach so eine Leine mit oben so einem Clay-Block dran. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Und ja, die Einstellungen könnt ihr nachspringen, private Nachrichten, Partyanfragen, Sichtbarkeit, alles umstellen. Ja,
Dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Bis dahin haut noch rein. Ich würde mal sagen, kommt auf den Server, schaffen wir heute mal die 15 Likes. 15 Likes auf das Video. Und ja, joint auf jeden Fall mal auf hydopia.net, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin haut noch rein und tschüss.